Der Prophet sagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer einer. Und dann sagt er, welche? Er sagt, die, die auf dem basiert, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wenn wir wissen wollen, ob wir richtig liegen, müssen wir nicht gucken, was hat der Imam vor 100 Jahren gedacht, sondern wir müssen uns fragen, was haben die Sahaba gedacht? Und im Speziellen sagt der Prophet in einem anderen Hadith, خَيْرُ نَاسِ كَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Das heißt, wir müssen zurückgehen zu den Büchern, die uns sagen, wie haben die ersten drei Generationen, auch Salaf genannt, wie haben die an Allah geglaubt? Die Sahaba, die Tabi'in, das sind die Gefährten der Gefährten, der Gefährten der Sahaba, und die Tabi'in, die Gefährten der Gefährten der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie haben die geglaubt? Du musst dorthin zurückgehen und dann ist die Sache geklärt. Wie haben die Salaf geglaubt? Sondern wir sagen ganz klar, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay, nichts und niemandem ähnelt er. Aber wie habe ich den Vers zu verstehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, der Allah ist über den Thron. Sure 20, Vers 5 und an sechs anderen Stellen im Koran. Oder Sure 70, Vers 4. Ta'rujul malaikat wa ruh ilay fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurem Messen misst. Oder Sure 67, Vers 16 und 17, wo Allah sagt, amintum man fi sama, amintum man fi sama, seid ihr sicher vor dem, der im Himmel ist? Oder seid ihr sicher vor dem, der über dem Himmel ist? Oder Sure 16, Vers 15, yakhafuna rabbahum min fawqihim, sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Oder Sure 35, Vers 10. Ilayhi yas'adul kalimu tayyibu. Zu ihm steigt das gute Wort empor. Oder Sure 3, Vers 55. Ya Isa, inni mutawafika wa rafiuka ilayhi. O Isa, ich werde dich abrufen und zu mir emporheben. Oder Sure 4, Vers 159, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bel raf'u Allahu ilayhi. Oder der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabi wa 'indahu fawq al-'arsh, als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in ein Buch, das bei ihm über den Thron ist. Was immer gerne gradiert wird von den Leuten. 'Indahu, bei ihm. Oder der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der Jariya sagt, ein Allah, wo ist Allah? Wenn du diese Leute fragst, was sagen sie? A'udhu billah. Diese Frage ist nicht erlaubt. Da frage ich, wer ist denn jetzt aus Sunnah? Die Leute, die sagen, die Frage, ein Allah ist erlaubt. Oder die Leute, die sagen, die Frage ist nicht erlaubt. Der Prophet hat gesagt, ein Allah. Und wie hat die Jariya erlaubt? Fisama. Was sagen sie dazu? A'udhu billah, das ist Kufa. Wer folgt dem Propheten? Wer ist auf der Sunnah? Über dem Himmel. Wo? Ganz klar. Isra al-Miraj, der Prophet sallam geht hoch in den obersten Himmel. Er kommt runter zu Musa, sechster Himmel. Er sagt, Irji la Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Irji la Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Wo ist er danach hingegangen? Nach unten oder nach oben? Nach oben, zu seinem Herrn. Und viele andere Beispiele. Wie ist das zu verstehen so? Und ich muss sagen, ich habe jetzt in diesem Thema sehr viel gelernt. Alhamdulillah. Und ich wusste es eigentlich vorher schon, Allah ist der Einzige, der Recht leitet. Wir leiten nicht recht, Allah leitet recht. Und ich habe wirklich gesehen, wer die Wahrheit nicht will, der wird sie nicht sehen. Dann kommt die nächste Ausrede. Dann wird gesagt, Ar-Rahman al-Arsh istawa hat 15 Bedeutungen. Ja, 15 Bedeutungen. Dann sagen wir, okay, nennen wir doch mal die 15 Bedeutungen. Da wirst du nie jemanden finden, der dir die 15 Bedeutungen aufzählen kann. Außer wenn er sich gerade darauf vorbereitet hat. Aber warum? Warum dieses Gesammel 15 Bedeutungen? Weil damit wollen wir sagen, guck mal, die bösen Wahhabiten haben sich von den 15 Bedeutungen genau eine rausgepickt. Schau dir mal an, wie die ihren Gelüsten folgen. Wir sagen erstmal, welche Bedeutung haben wir uns rausgepickt? Wir haben uns die Bedeutung rausgepickt, die die Sahaba rausgepickt haben und die Tabi'in rausgepickt haben, die Schüler der Sahaba gewesen sind. Das ist das Folgen der Salaf. Ma'anna alayl yawma wa ashabi. Al-Mujahid fi Bukhari. A'la. Abu al-Aliya von den Tabi'in in Bukhari irtafa'a.
Imam Ahmad ibn Hanbal, Tabakatul Hanbaliya, Band 2, Irtafa, sich erheben. Irtafa ist sich erheben, Ala ist genau dasselbe im Prinzip. Ja? Dann Ibn Abbas in Barawi, sich erheben, Irtafa. Das heißt, wo sind wir unsere Gelüste gefolgt? Wir haben das genommen, was dort steht. Was haben sie genommen? Istila. Welcher Sahabi hat das gesagt? Keiner. Welcher von den Tabi'in hat das gesagt? Keiner. Welcher von den Tabi'in hat das gesagt? Keiner. Wer folgt den Salaf? Wir. Wir. Wir sagen nur das, was sie gesagt haben. Und negieren dabei jede Ähnlichkeit mit seiner Schöpfung. Dann übrigens das mit diesen 15 Bedeutungen ist eigentlich eine Täuschung. Und wieder mal Zeichen von Ahlul Bidda, sagen wir Nummer 1. Stimmt, Ibn Battal hat gesagt, es gibt 15 Bedeutungen. Aber was ist damit gemeint? Da gibt es manche Bedeutungen wie zum Beispiel, ich sage laufen, hat die Bedeutung Rennung, hat die Bedeutung Joggen. Das heißt, dieselbe Bedeutung, andere Wörter dafür, erstens. Zweitens, in der arabischen Sprache haben die Wörter verschiedene Aujuh, nennt sich das, Wajh. Das heißt, verschiedene Gesichter. Ja? Weil ein Wort kann verschieden auftreten, je nach dem Harfu Jar, das heißt die Präposition, die herangehängt wird. Zum Beispiel heißt attaqaddamu illa, ich trete vor jemanden. Aber attaqaddamu bi heißt, ich bewerbe mich. Das heißt, es ist dasselbe Wort, dieselbe Wortwurzel wie istawa. Aber ein anderer Harfujar, eine andere Präposition wird rangesetzt und dadurch verändert sich die Bedeutung des Wortes. Rariba an heißt verabscheuen. Rariba fi heißt sich wünschen. Dasselbe Wort, aber eine andere Präposition. Einmal fi, einmal an. Und so ist es auch bei Istiwa. Das Wort Istiwa hat 4 verschiedene Aujo und jeder Jwesh verändert sich die Bedeutung. Einmal Istiwa ohne irgendetwas, ja? Einmal mit Wow, wo es bedeutet Istawa, wie zum Beispiel im Koran, La yastawi ashabul Jannah wa ashabul Nar, ashabul Nari wa ashabul Jannah. Das heißt, die Leute vom Jannah und die Leute vom Feuer sind nicht gleich. Aber diese Bedeutung passt überhaupt nicht zu dem Ayah. Dann das nächste ist, zum Beispiel reif werden, gar werden. Dann gibt es Irtafa'ila. Ist wieder eine andere Bedeutung, was zum Beispiel bedeuten kann, Qasada, beabsichtigen. Aber Istawa'ala, ich meine Istawa'ila, ja, meinte ich eben. Das heißt, es kann zum Beispiel bedeuten, beabsichtigen. Aber Istawa'ala bedeutet sich erheben. Und kann bedeuten, sich hinsetzen. Aber warum sagen wir nicht, Allah hat sich auf den Thron gesetzt? Weil die Tabi'in, Ibn Abbas, und Mujahid und Abu al-Aliya und Ahmed ibn Hanbal und so weiter, natürlich dann nicht mehr zu Tabi'in gehört, weil sie gesagt haben, es bedeutet an dieser Stelle ihre Tafa'a. Deswegen, wir wählen genau die Bedeutung, die diese Leute gewählt haben. Und das ist der Mensch, den der Prophet gewählt hat. Wo er sagt, alle werden in die Hölle gehen, außer eine Gruppe. Wer ist diese Gruppe? Me'ana alayliyomu ashabi, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Und Ibn Abbas sagt, die ist der Schüler von Ibn Abbas und so weiter. Das heißt, es gibt gar keinen Zweifel. Welches Problem haben Sie damit, Sie sagen, ja, wenn Allah sich erhoben hat, dann war er ja vorher darunter. Wir sagen, wenn, dann musst du streichen. Genau wie du zu dem Mu'tazili gesagt hast, wenn er sagt, ja, wenn Allah hört, dann braucht er Schallwellen und dann ist er abhängig von Schallwellen. Dann sagst du zu dem Mu'tazili, wenn, dann gibt es nicht für Allah, denn Allah ist Laysa kamithli shay. Nichts ist ihm gleich, so. Da haben wir erstmal Abu Hanifa und ich werde es nur kurz vorlesen. Ich habe hier 54 Aussagen vom Jahre 150 nach bis 478 hier. Erstens Abu Hanifa, Samirtul Qadi, Al-Imam, Taj al-Din, Abdul Khalik und so weiter und so fort. Samirtul Imam, Abu Muhammad, Abdullah, Ibn Ahmed, Al-Maqdisi, Mu'allif, Mu'allif, Al-Muqni, Rahimullah, Tharahu, جعل الجنة مثواه يقول بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. Wer leugnet, dass Allah über dem Himmel ist, hat ungläubig. Abu Hanifa, 150 gestorben. Al-Auza'i, Abu Amir, Abd al-Rahman und so weiter. Al-Auza'i. Und dies wird übrigens auch überliefert in Fath al-Bari von Imam al-Asqalani, der Ash'ari in vielen Beziehungen ist, nicht in allen Sachen. Ja. Hier sagt er, Kunna wa tabi'un mutawafirun naqul inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi. Ja. Das heißt, er sagt, wir und die Tabi'un haben alle bestätigt, sind gewiss, dass Allah über seinem Thron ist. Dies ist ein Naql von al-Auza'i 157,
der ungefähr dieselbe Stufe hat wie Abu Hanifa, aber sein Madhab ist ausgestorben. Das ist die Bedeutung von Ijma von den Tabi'in. Kunna, er gehört zu den Tabi'in. Kunna wa Tabi'un mutawafirun naqulun. Das ist im Prinzip der Ijma von den Tabi'in und den Tabi'in. Was willst du danach noch erzählen? Fauqa Arshi. Aber was machen sie hier? Ja, Fauqa Arsh heißt dir dies und das. Ja, was will man da machen? Das ist alles, womit du kommst, was den Gelüsten widerspricht, wird gesagt, nee, das können wir so nicht verstehen. Warum? Ja, weil wenn wir sagen, Allah ist über Thron, dann. Wenn, dann. Hallo! Allah ist nicht zu niemandem ähnlich. Wenn Allah hört, dann. Okay. Mukatil ibn Hayyan, Alim Khurasan, ist gestorben vor dem Jahr 150. Der Alim von Khurasan. Was sagt er? Er sagt, über den Vers, ja, er wird gefragt über den Vers, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِهُمْ, ja, es gibt keine geheime Unterredung von Dreien, außer, das ist Suratul Mujadala, glaube ich auch, ja, es gibt keine geheime Unterredung von Dreien, außer wo der Vierte ist. Dann sagt er dazu, Muqatil ibn Hayyan, von den großen Gelehrten zur damaligen Zeit, von den Tabi'in, sagt, هُوَ عَلَى الْأَرْشِ وَعِلْمُهُ مَهُمْ, er ist über dem Thron, aber das Wissen ist mit denen in dieser Gruppe. Ja? Da sagt er noch etwas anderes dazu, aber eine Aussage reicht ja. Muqatil ibn Hayyan, Abu Hanifa, Al-Auza'i, weiter. Al-Malik, Imam Daul Hijra, gestorben im Jahr 179. Im Buch von Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, As-Sunnah, was die Ahbash natürlich wieder verleugnen, das Buch, ist ja klar. Ne? In diesem Buch sagt er, Imam Malik, Allahu fi sama, er sagt, Allah ist über dem Himmel und sein Wissen ist überall. Nichts entgeht seinem Wissen. Salam ibn Abi Mut'i min A'immatil Basra. Salam, der von den A'imma von Basra ist, 164 gestorben. Was sagt er? Er sagt auch ganz genau, dass Allah alal Arsh ist. Istawa al Arshi. Und wenn irgendjemand Probleme hatte, kann zu uns kommen. Wir geben in die Quelle mit Isnad, mit allem drum und dran. 167. Hamad ibn Salama, Imam Alul Basra, wieder von Basra. Was sagt er? Wieder, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist. Ja? Dann. Shariq al-Qadi, einer von den Großen, immer im Jahr 177, 178 gestorben. Wieder jemand, der bestätigt, dass Allah über seinem Thron ist. Ja, so, ganz klarer Fall. Und dann weiter. Abdullah ibn al-Mubarak, den jeder kennt, im Jahr 181 gestorben. Ja, hier sagt, An Ali ibn al-Hassan ibn Shaqiq, Qal, Kultu li Abdullah ibn al-Mubarak. Ich habe zu Abdullah ibn al-Mubarak gesagt, Kayfa narifu Rabbana azza wa jal, wie kennen wir unseren Herrn? Abdullah ibn al-Mubarak sagt, fi sama'i sabi'ati ala arshi, er ist im siebten Himmel auf seinem Thron. Wala naqulu kayfa kama taqulu al-Jahmiyya, und wir sagen nicht wie die Jahmiyya, innahu hahuna, er ist hier auf der Erde, fil ard. Und dies wurde Ahmed ibn Hanbal überliefert, und Ahmed ibn Hanbal sagte, hakadha huwa indana, so ist es bei uns. Ibn al-Mubarak, al-Zay, Malik, Muqatil und so weiter. Was willst du noch mehr? Ja, Bashar ibn Amr al-Zahrani, al-Hafith, im Jahre 207 gestorben. Samirtus Ishaq ibn Rawahi, ja, anba'ana Bashar ibn Amr, qal Samirtu ghayru wahidin min al-Mufassirin yakulun. Ich habe mehr als einen von den Mufassirin gehört, al-Rahman al-Arsh istawa. Er hat sich über den Thron erhoben. Hier der große Gelehrte Al-Hafith, ja, Bishr ibn Amr. Er sagt auch, ich habe mehr als einen von Professorin gehört. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Dort, er hat sich erhoben. Was sagen die Ahbash dazu? Das ist Kufr. Da fragen wir uns, wer den Salaf folgt und wer den Salaf nicht folgt. Sufyan ibn Uyayna bestätigt auch, im Jahr 198 gestorben, nach der Hijra. Was sagt er? Er bestätigt auch, dass Allah über dem Thron ist. Dann, Yazid ibn Harun, Sheikh al-Islam wird er genannt, im Jahre 206. Samirtu Yazid ibn Harun, Kila lahu, min al-Jahmiyya, Kala,
من زعم أن الرحمن على الأرش استوى على خلاف ما يكر في قلوب العامة فهو جهمي. Der sagt, wer etwas anderes über diesen Vers sagt, dass Allah über den Thron erhoben ist, über das, was die Herzen der normalen Menschen verstehen. Wir haben eben von Narasi gehört, dass er sagt, das ist das, was die normalen Menschen sich vorstellen. Ja, dann ist er ein Jahmi. Das heißt, und die Jahmiya wurden als Kuffar erklärt. Sa'id ibn Amr, was sagt er? Der auch wieder ein Alim von Basra, 208. Ja, über die Jahmiya, huwa sharru qawlan min Yahud wa Nasara, die sind schlimmer als die Juden und die Christen. اجتمع اليهود والنصارى وآل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على الأرش. Er sagt, die sind schlimmer als die Juden und die Christen, die Jahmiya, die leugnen, dass Allah über den Thron ist. Denn die Juden und die Christen, die haben mit den Leuten von allen Religionen sich übereingefunden, dass Allah über seinem Thron ist. Dann Yahya ibn Ma'in, Sayyid al-Hufad, einer der größten Gelehrten überhaupt. Was sagt Yahya ibn Ma'in? Was wollte ich damals sagen, als der Sheikh mich nicht ausreden lassen hat? Was sagt er dort? Er sagt: إذا قال لك جهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. Ich glaube nicht an einen Gott, der herabkommt vom Himmel zu Himmel. Dann hat er gesagt: قلت أمنت برب يفعل ما يشاء. Ich glaube an einen Gott, der tut, was er will. Das ist Yahya ibn Ma'in, seine Aussage. Ja? Wir haben es mit Isnad hier, können wir alles bringen, sprengt jetzt den Rahmen. Wer wirklich Interesse hat, kann es sehen. Ja? Das ist auch in Layla Kai Band 3, wo er dies sagt. Dann sagt natürlich dann der Aschadi, ja, wenn du sagst, er kommt runter, ja, dann ist er ja, also hier, dann ist er ja in seiner Schöpfung drin, wenn, dann. Wir sagen, wir wissen nicht, wie er abkommt. Wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir wissen nur, dass es zu seiner Majestät passt. So wie auch Abdul Qadir Jilani sagt, in Al-Runya li Talib al-Haq, wo er sagt, الله ينزل كل يوم إلى سماء الدنيا كيف يشاء وليس بمعنى نزول الثواب كما تدعي المعتزلة والأشاعرة. Das heißt, Abdul Qadir Jilani sagt in seinem Buch Al-Ghunya, ja, Allah kommt herab zum untersten Himmel, wie er will. Und nicht so, wie die Asha'ira und die Mu'tazila behaupten, das ist sein Herabkommen von seiner Belohnung oder andere Dinge hier. Dann Ali ibn al-Madini, auch einer der großen Gelehrten des Hadith, den jeder kennt, der ein bisschen Ahnung vom Islam hat, der, schau mal, er sagt, Qawlu alu al-Jama'a, qal yu'minuna, also das Wort der Jama'a, der wahren Gruppe, sie glauben, dass Allah gesehen wird, Ruya, bi kalam, dass Allah spricht, wa anna Allah azza wa jal, über seinen Himmel, über den Thron erhoben. Ali ibn al-Madini, das ist sozusagen der Abu Hanifa des Jarwa Ta'dil in der Hadith-Wissenschaft. Unwiderlegbar. Ahmed ibn Hanbal, brauchen wir nicht zu erklären, seit 241 gestorben. Was sagt er? Ja. Im Buch, As-Sunnah von seinem Sohn, sagt er, Allahu fawqa samai sabi'ati ala arshihi ba'in min khalqihi wa kudratu wa ilmu bi kulli makan. Er wurde das gefragt, ist Allah über den sieben Himmeln auf seinem Thron, getrennt von seiner Schöpfung, sein Wissen und seine Macht ist überall? Und er sagt, ja. Ahmed ibn Hanbal, wir haben den Isnad hier, Yusuf ibn Musa, Al-Qattan, Sheikh Abi Bakr, Al-Khalal und so weiter und so fort. Wer Interesse hat, kann zu uns kommen, wir können es ihm geben. Ishaq ibn Rawahi, genau dasselbe, der große Gelehrte, huwa ba'in min khalqihi, ثم ذكر عن ابن مبارك قوله هو على عرشه باين من خلقه. Ganz klar, er ist auf seinem Thron, getrennt von seiner Schöpfung. Was wollen wir noch machen? Was wird dann gesagt? Ibn Taymiyyah, diese Akide ist vor 250 Jahren von den bösen Wahhabiten erfunden worden. Abu Zahr Razi, قول Abu Ismail Ansari und so weiter und so fort. Ja. سمعتو Abu al-Fadl ibn Ishaq, 224, حدثني Muhammad ibn Ibrahim, und so weiter und so fort. Samitu Abazar al-Razi su'ila an tafsir al-Rahman al-Arsh istawa. Faradiba wa qal tafsiru kama takra. Der sagt, der ist im Jahre 264 gestorben, der Tafsir ist so, wie du es liest. Er ist über seinen Thron. Hu al-Arshi. Wa ilmu fi kulli makan. Und sein Wissen ist überall. Wa man qala ghayra hadha fa'alayhi la'natullah. Sagt, wer etwas anderes sagt, das sagt hier
Abu Zar'a Razi, 264 gestorben, von den großen Gelehrten. Er sagt, Allah ist über seinen Thron, wie er sagt, das ist sein Tafsir. Wer was anderes sagt, so soll der Fluch Allahs auf ihn sein. Was sagt er? Ich würde sagen, wir haben so viel jetzt erwähnt. Wir haben hier noch fast 30 Aussagen jetzt, ja, von Salafi-Gelehrten, die das sagen, der ist über den Thron und so weiter. Ich glaube, der es jetzt noch nicht kapiert hat, der hat Allah wirklich das Herz blind gemacht. Ja? Und wie gesagt, möge Allah alle Menschen recht leiten. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte melden. Ja, ich bin mir sicher, man wird wahrscheinlich irgendeinen kleinen Fehler finden, den dann wieder dreimal drehen, aber kein Problem. Schaut euch das ganze Video an, fragt Allah um Hilfe und wie gesagt, geht zum Tafsir Tabari, geht zu diesen Büchern, schaut euch das an, was Imam Razali gesagt hat in diesem Bereich, wo er zugegeben hat, dass Ahmed ibn Hanbal unsere Akida hat und fragt euch, wollt ihr die Akida von Ahmed ibn Hanbal haben oder wollt ihr die Akida haben von Leuten, die Jahrhunderte später gekommen sind? Das ist der Punkt, den ich sagen will. Akulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alles, was richtig war, war von Allah und alles, was falsch war, war von mir, von meiner eigenen Seele. Ich mache bestimmt auch Fehler und ich bin gerne bereit, wenn ihr mir einen Fehler zeigt, diesen Fehler rauszunehmen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.